Hallo und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Mein Name ist Laura und ich will euch heute mal den Triofix Recline vorstellen. Das ist der gleiche Sitz, wie der Clipper Triofix es schon die ganze Zeit war, aber es gibt eine weitere Neigungsverstellung und die zeige ich euch gleich beim Einbau. Der Triofix ist rückwärts von 9 bis 18 Kilogramm zu nutzen. Vorwärts gibt es diverse Möglichkeiten, zu denen wir uns jetzt auch wieder nicht weiter auslassen wollen, weil wir denken, dass das Rückwärtsfahren das sicherste ist. Ich zeige euch einmal hier die Basis. Die Basis kann mit dem Dreipunktgurt oder mit Isofix befestigt werden. Beckengurt ist nicht zugelassen. Der Gurt an sich würde einfach, wie man das von vielen kennt, in doppelter Lage hier durch die Klemmen geführt und wird dann fixiert, damit der Sitz fest ist. Wenn man den Sitz mit Isofix befestigt, zeige ich euch mal kurz, wie das funktioniert. Als allererstes wie immer unten den Stützfuß rausklappen, bevor man den Sitz aufstellt. Dann kann man diese Isofix-Konnektoren auch wieder weiter rausfahren. Dafür gibt es hier einen roten Knopf, den sieht man, wenn man von oben drauf schaut. Den zieht man zur Seite und dann lassen sich die Konnektoren ganz leicht bewegen. Jetzt ist es wie immer, Isofix-Konnektoren einfach befestigen. Das wird auf beiden Seiten grün. Und dann muss immer die Station wieder nach vorne gefahren werden, sodass der Bügel anliegt. Man kann auch noch einmal drücken, dann knackert es meistens noch mal ein, zwei Stufen fester und dann steht die Basis richtig fest. Vorne ist sie dann fest. Wichtig wie immer noch der Stützfuß. Der wird auch einfach an einem kleinen roten Knopf ausgefahren, bis er auf dem Boden aufsteht. Und dann ist die Basis fest. Als nächstes wird dann der Sitz aufgeklickt. Dafür gibt es jetzt eine normale Variante oder eine neigende Variante. Zum Neigen wird das vordere Rohr einfach verlängert sozusagen, sodass der Sitz gleich schräger steht. Ich zeige euch aber mal den Unterschied. Deswegen machen wir es erstmal normal. So ist die normale Einstellung. Je nachdem, wie der Sitz, der Autositz ist das schon relativ geneigt oder eher aufrecht. So ist der Triofix ziemlich kompakt. Wenn ich den jetzt wieder löse, gibt es hier hinten zwei Knöpfe, dann kann ich den hochheben und nach vorne rausziehen und dann diese Stange hier rausmachen. Dann geht es genauso. Die Stange einziehen. Hinten wieder festklicken und man sieht, dass er jetzt geneigter ist. Jetzt verbraucht er im Auto mehr Platz, das Kind hat aber auch ein bisschen mehr Beinfreiheit und es liegt eben geneigter. Es gibt auch Autos, in denen man zum korrekten Einbau noch einen Abstandhalter braucht oder man kann diesen Abstandhalter nutzen, um einfach noch mehr Beinfreiheit zu schaffen. Wenn ich die Station jetzt wieder lösen will, dann geht das manchmal ziemlich schwer, solange hier noch richtig Druck drauf ist. Wichtig ist also nicht einfach wie verrückt hier dran zu zerren, sondern erstmal lösen, die Spannung von den Konnektoren nehmen und dann kann ich die ganz leicht entfernen. Jetzt zeige ich euch noch den Abstandhalter. Das ist einfach so ein Teil. Kann man hier einklicken und dann dass man die Konnektoren ganz kurz macht, denn jetzt brauche ich hier vorne ja relativ viel Platz. Und jetzt die Konnektoren mit dem Abstandhalter wieder einrasten lässt, wieder ranschiebt. Und jetzt ist hier vorne eben einfach so ein Stück mehr Platz. In der maximal platzverbrauchenden Variante ist er jetzt geneigt. Mit Abstandhalter, dann hat das Kind richtig viel Platz, kann richtig schön liegen. Das heißt, der Triofix ist relativ variabel, eben aufrecht, ohne Abstandhalter, sehr kompakt für kleine Autos oder geneigt, mit Abstandhalter oder ohne. So hat man mehrere Möglichkeiten. Das kann man dann machen, wie man möchte und vielleicht auch, wie die Situation es gerade erfordert. Wenn man den Triofix von einem Auto zum anderen umbauen will, ist das schön und man nimmt einfach den Sitz raus. Der ist nicht so schwer wie andere Reboarder, weil er eben die Basis einzeln hat und kann dann die Basis auch wieder einzeln nehmen. Oder man kann auch mehrere Basisstationen einzeln kaufen
und kann so in mehreren Autos den Triofix benutzen, ohne eigentlich umbauen zu müssen, wie Babyschale. Einfach ab und draufklicken. Zur Sitzschale des Triofix selber. Der Triofix hat ein 5-Punkt-Gurt und normales Gurtschloss, wie man das kennt. Hier oben sind Schulterpolster dran. Die sind innen gummiert, wie das für die Vorwärtsfahrtrichtung auch vorgeschrieben ist, die der Triofix ja auch abdeckt. Außerdem ist hier unten noch ein Sitzverkleinerer drin, den man auch rausnehmen kann. Das heißt, am Anfang kann ich den Sitzverkleinerer benutzen und wenn das Kind größer wird, kann ich den dann später entfernen. So passt der Sitz länger, wobei der Triofix ab ca. 80 cm passt. Für die ganz kleinen Kinder ist er also nichts, aber wenn man die Babyschale gut ausnutzt, dann passen die Kinder mit Sitzverkleinerer rein. Das ist jetzt die kleinste Einstellung und die Höhe der Kopfstütze. Dafür muss man natürlich den Gurt etwas länger machen. Verstellt man hinten mit einem Hebel. Die Schultergurte verstellen sich auch mit, wobei das sich jetzt so vorbeugt, eben weil man hier hinten noch eine kleine Justierung vornehmen muss. Also diese Stange kann in drei verschiedene Höhen gemacht werden und lenkt einfach nochmal den Gurt um. Das ist aber auch nur ein Handgriff und normalerweise verstellt man ja die Kopfstütze nicht ständig extrem in der Höhe. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr uns einfach eine E-Mail an info@zwergperten.de oder ihr schaut mal in unserem Online-Shop nach unter www.zwergpertenshop.de. Bis bald!